Hallo und herzlich willkommen zu Die Elder Garmengdo Nerim. Bin der Rale und wir sind wieder unterwegs in Nerim. In einem Gebiet, was schon wieder zur Abwechslung einmal viel zu hoch für uns ist. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich einfach viel mehr in der Gegend umlaufen, viel mehr Mobs töten. Nur, dass wir besser hochleveln. Und das letzte Mal haben wir eben angefangen, nach einem Mädel zu suchen. Dort ist Carson. Das ist im Nordwesten von der Location, wo wir waren. Und jetzt haben wir da die Hütte da gefunden. Circa in der Richtung. Und circa in dem Wald, wo wir da hinkehren. Schauen wir mal. Das ist einmal ein Farmer. Moment. Oh. 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 Danke nochmal. Ohne euch. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell weiter Richtung Gilead. Map. I'm the map. So, dann haben wir die Spider Cave, dann haben wir Gilead. Und ich glaube, in dem Bereich hätte es sein sollen. Moment, schauen wir nochmal hin. Laufen wir nochmal schnell nach Gilead. Da haben wir noch eine, in der Höhle da hinten hätten wir noch, also bei dem Schäfer, in der Höhle hinten hätten wir noch ein paar Spider-Queens, Spinnendinger, irgendwas. Ah, das ist der Ghost Tree. Huh. Okay. Now the tree remains silent. So, und jetzt lesen wir kurz mal die Questbeschreibung. I talked with Marcus, the abductee's father. He said his daughter Moraine had gone to gather mushrooms to the northeast. Okay. Gehen wir nochmal zum Marcus. Da wissen wir ja Gott sei Dank, wo der hingegangen ist. So, und jetzt haben wir den Forest of Salathin. Oder wahrscheinlich Salatin. Weil ja doch alles eigentlich deutsche Namen sein, deswegen kann ich es aussprechen, wie ich will. Ha! German for the win. Naja, eigentlich nicht, aber. Es macht es wesentlich einfacher. So, und da war jetzt der Werte her. Dann haben wir da, glaube ich, irgendwo sitzen gesehen oder in dem Haus drinnen, ja genau. Und im Grunde müssen wir dann wirklich einfach nur die Richtung laufen. Jetzt schau ich nochmal technisch gesehen. Der zeigt es mir sogar an. Interesting. War jetzt also schon dort gerade? So, und wir gehen wieder Highspeed schleichen. Dann tun wir nämlich am wenigsten Mobs anlocken und haben am wenigsten Probleme und sterben wahrscheinlich am seltensten. Das wäre zumindest der Plan. Jedes Mal sterben heißt, ich muss neu laden. Und neu laden heißt immer Spielverlust und das ist doppelte Spielzeit für den gleichen Content. Acrobatics increased. Was auch immer der Increase jetzt gebracht hat. Bin jetzt auf Acrobatics 25. Yep. Weil alle 25 Punkte kriegt man ja einen neuen oder wieder so ein Message, dass man wieder irgendwas geschafft hat. Und jetzt habe ich dann irgendeinen Bonus gekriegt dadurch. Nur man weiß es noch nicht. Aber ja, einfach brav weiterspringen. Die Schnecke-Tag. Da muss jetzt geduldig sein, dass sich der zumindest wieder langweilt und wegtrat.
Ah, ich finde Sneak Battles finde ich super. Ha! Ah, ich mag sowas wirklich gern, muss ich sagen. Ich liebe Sneaking in die Spiele, weil man kann einfach so viel Blödsinn damit machen. Es geht nicht einmal darum, dass es overpowered ist. Ich finde einfach den Blödsinn, den man machen kann, super. Oh, und da ist scheinbar ein Korb. Und in dem Korb werde ich wahrscheinlich Pilze finden. Yep. Ah, und den Korb kann ich nicht einmal bewegen. Sonst jetzt muss ich... Okay, es schaut wirklich so aus, wenn in Richtung Nordwesten was passiert wäre. Da sind auf alle Fälle Pilze. Die nehmen wir mal mit. Und im Nordwesten haben wir da jetzt aber irgendeine Stadt vor uns. Mal schauen, wie weit die weg ist. Okay, jetzt bin ich wieder im 14 bis 24er Gebiet. So, und ich bin jetzt selber ein bisschen konzentriert und will horchen, ob irgendwas her. Weil... Durchs hohe Gras siege ich auch nicht so gut, wenn ich schleichen tue. Oh, ich bin eine alte Brücke gefunden. Ich tue mal speichern, weil da das eine alte Brücke ist, kann ja alles passieren damit. Sie knarzt auf alle Fälle ziemlich gut. Oh, das sind irgendeine Starner. Und es tut mir leid, ich muss mich gerade ganz kurz muten. So, und ich bin wieder entmutet, passt. Oh, die Dinger sind gerade gebrochen. Ich mache jetzt einen normalen Save. Da kann ich mich durch einen Quick Save nur ganz hintergehen. Ich will aber nochmal rüber gehen. Okay. Load in normalen Save. Ich wollte gleich schauen, ob ich da jetzt wirklich stirbt, wenn ich da jetzt weitergehe. Antronax Stone, Shazar Stone, Prince Stone, Lava Stone. Ah, das sind die ganzen. Ah, cool! Was haben wir denn da? Reflection, Scroll of Paralysis und Shazar Stone. Was kann ich mit den Steinen machen? Ich mache dazu mal einen Quick Save. Ein Ritual Stone, ein Serpent Stone. Das finde ich ziemlich cool, dass man da einfach mal so random so in Thief Stone hätte gern. Battle Horse Statue. What? Kriege ich da irgendwas? Nope. Nope, 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 nope. Hatch to Cave, okay. Quick Save. Da sind jetzt nämlich schon auffälligerweise irgendwie Fetzen da gelegen am Boden. Also von da hinten weg. Und das ist ja definitiv etwas, wo sie mich vom Nord- oder von dem Platz weg hin geleitet haben.
Okay. Polypore Red Cap. Ich kann jetzt nicht bei jedem Ding da hingehen und alles abbluten. Sorge, während ich zu jedem Ding hingehe und alles abbluten probiere. So schnell wie es geht. Das ist so im Vorbeigehen, so en passant mäßig. Was macht. Oh. Who are you? Das macht auf alle Fälle guten Schaden. Ich merke jedes Mal, wenn ich schleichen tue, dann habe ich einfach das Problem, dann muss ich selber leise sein. Ich will nämlich hören, was der Gegner macht. Weil das sind einfach Sachen, die finde ich selber brutal cool. Aber mir zieht es bei sowas immer ins Spiel ein. Wenn ich was wirklich konzentriert mache, dann mache ich das mit, was ich machen soll. Oh, da waren noch ein paar von denen. Und weg sneaking. Jetzt habe ich glaube ich eh einmal alle gehabt. Ah, das ist so gut. Das ist einfach so gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade irgendeinen Cool zu nebenbei ausgelöscht. Wo ich nicht einmal gewusst habe, dass ich das tun hätte können, sollen oder müssen. Das geht noch weiter. Hey, da kann ich gerade XP farmen noch und nöcher. Wo sind wir denn da hinten? Wir werden jetzt so richtige Sniper ausgebildete. Gold und dann Apfel. Okay, du bist jetzt nicht zerbrochen. Bevor ich jetzt durchgehe, machen wir da nochmal wieder einen Quick Save. Man weiß ja nie, wann man erwischt wird. Da ist auf alle Fälle irgendjemand. Ich glaube, das zweite war ein ziemlicher Headshot, so wie es den hintergerissen hat. Was ist das? Da haben wir auf alle Fälle. Ein Altar? Ist das da ein Portal oder irgendwas? Oh Gott, was bin ich froh, endlich einen Menschen zu sehen. Kommt ihr mich retten? Oh, ich bitte euch, holt mich hier raus! Geht das nicht in die falsche Richtung? Ah, na, okay. Und wer bist du? Marianne! Danke. Es ist grauenvoll hier drin. Und diese Kreaturen sind widerwärtig. Ich will nur raus hier. Okay. Dann okay. Ich wollte gerade sagen, sneak mir hinterher, aber das ist dann wohl nicht das, was du gerade machen willst. Und Frame-Einbruch, Matsch. Danke. Was ist denn jetzt passiert? Oh nein, das sind so viele.
so viele. Wir werden sterben. Warte. Ups. Da sind wir nun. Sicherlich war das das Letzte, was ihr erwartet habt. Und dennoch sind wir da. Ganz Gilead hat sich erhoben. Es war okay. Thoma. Okay. Der gute Junge war ziemlich beeindruckt von eurem eisernen Willen, uns zu helfen, obwohl wir euch abgewiesen hatten. Er hat es geschafft, uns umzustimmen. Er hat uns klar gemacht, dass man sich für Angst zwar nicht zu schämen braucht, es aber eine Schande ist, wegen dieser Angst Hilfe zu verwehren. Wenn ihr nicht gewesen wärt, würden wir wohl noch immer in Gilead hocken und nichts tun. Und meine Marianne wäre nicht mehr zu helfen gewesen. Kommt mit in mein Haus. Ihr sollt euch dort unter meiner Waffensammlung eine angemessene Belohnung aussuchen dürfen. Cool. Da wären wir also. Dort an der Wand seht ihr meine Waffensammlung. Es sind, ihr dürft euch eine dieser Waffen aussuchen und behalten. Sucht euch bitte eine der Waffen aus und berichtet mir. Reden wir zuerst mit ihr. Noch mal 1000. Passt. What? Rider's Bow? Habt ihr eine Wahl getroffen? I'll take the bow. Eine kluge Wahl, muss ich sagen. Es ist eine wahre... Lebt nun wohl, mein Freund. Gut, das heißt, in Zukunft kann nur einer gehen, den Rest einfach klauen kämmen. Ausgezeichnet. Und der hat sich gerade hingesetzt und einfach den Teller vom Tisch geworfen, oder? Ja, ja. Hoffentlich geht's der Marianne jetzt gut. Das war erstaunlich kurzer Quest. Also ich bin gerade sehr überrascht, dass es so schnell gegangen ist, dass wir das da alles gefunden haben. Denn die Wegangaben waren, ja, geh mal nach Nordosten. Oh, es schaut aus, wenn es nach Nordwesten geht und das war's. Und dann haben wir es fertig. Ha. Naja, dann sollten wir jetzt wieder zurückgehen, denn wir müssen jetzt die Questbelohnung abholen, bevor die Arne abhaut. So, ah ja, und jetzt haben wir ja einen richtig, richtig guten Bogen. Wir machen jetzt statt 6 Damage mit dem 10 Damage. Das lohnt sich dann ja, dass wir ja in Levelgebiete reingehen, wo wir noch nicht hin dürfen oder hin sollten. Okay, back to the Sanctum it is. Wenn wir jetzt noch bessere Pfeile haben, damn, dann wird's abgehen. Mercenary, Traveler, Traveler, Donkey, Traveler. Wir müssen auch noch Pickpocketing ein bisschen trainieren, aber Pickpocketing ist ja so eine Sache, da muss man einfach später mit ganz viel Pickpocket-Gear in der Gegend umlaufen und dann alles mitnehmen, was man irgendwie kriegen kann. Und gehe ich jetzt wohl in die richtige Richtung? Nein, natürlich gehe ich nicht in die richtige Richtung. Es wäre doch zu schön gewesen. Naja, gehen wir weiter. Mandrake Root. Ich hab so das Gefühl, da bin ich schon mal aufgegangen und dann gestorben.
Oh nein, ich muss ja einfach gleich die gerade Dumme gehen. Okay, da hätten wir mal ein Reh, aber das... Ne, es wartet sogar auf uns. Dass wir es umschießen. Dann nochmal plus 10 EP. So, jetzt interessiert es mich aber, wie viel EP habe ich jetzt eigentlich krieg? So, dann haben wir noch ein bisschen Game. Da haben wir noch ein bisschen Game. Und was, ich habe genau 800 Gold? Nice. So, ich muss schnell nachschauen, wie viel mir XP fehlen für ein Level. Das war in... Wo ist es denn? Na, nicht da. Diary. Das schaut schon mal gut aus. Craft Skills 25, Forging requires 50 to 100. Okay. Death of... Ah, okay, da kann ich nochmal. Close Diary. Was zur Hölle ist ein Memory Purge? Wahrscheinlich irgendwie, dass man alles vergisst, was man bis jetzt gelernt hat und man die ganzen Learning Points wieder durchkriegt. Dass man umskillen könnte, das wäre natürlich cool. Das sollte mal testen, ob das geht, aber nicht heute und nicht hier. Ah ja, da war wieder einer von den Bandidos, der was uns ausrammen wollte. Da ist der zweite. Da haben wir die Farm von vor. Warum ist da so viel Nebel? Was haben wir angestellt, dass da so viel Nebel sein muss? Ja, den haben wir ja ausgerammt, den armen Traveler, der daherkommen ist und wegen einer Ratte gestorben ist. Den hat wohl die Tollwut gebockt. So, wir sind jetzt aber schon wieder auf dem richtigen Weg, oder? Ja. Und jetzt können wir natürlich nicht abkürzen, weil wir können jetzt nicht die, oder wir können jetzt nicht die Steigung da auflaufen. Wir müssen halt die Runde auslaufen. Und alles, was wir so an Gegnern aber sehen, sollten wir doch mitnehmen. Und irgendwie bin ich heute aber ein bisschen irritiert, weil wenn ich so mache, haben wir ein paar Tearing-Effekte. Ich glaube, wir tun Resync kann man schnell einschalten. Falls ich es aushab. Self-Shader Shadows on Grass, Tree Canopy, Shadow Filtering, Low, Bloom, Water Details, Blood Deckles, Low. Warum Low? Anti-Aliasing 2, das geht eigentlich höher. Na, okay. Na, da passiert gerade noch nichts. Return und Return. Weil hin und wieder am Boden sieht man es Kimper vor, obwohl im Video kommt es mir nicht so vor, wenn man es sehen würde. Aber bei mir im Bildschirm ist hin und wieder einfach mal unten so ein Ripple im Boden. Was fast ein bisschen ausschaut, wenn eine Welle vor mir mitläuft. Aber im Video kommt es mir nicht so vor. Naja. Aber jetzt gehen wir noch schnell zurück zum Sanktum und dann schauen wir, dass wir die Quest noch abgeben und dann haben wir es für heute. Das wäre dann wieder das Video für heute gewesen, aber es dauert noch. Noch ein, zwei Minuten, bis wir dort sind. Und jetzt gebe ich ganz Gas, weil... Der Weg da auf ist echt lang. Und ich will die Teleport-Rune nicht verbrauchen, die was wir erst gekriegt haben. Denn damit will ich mich nachher jetzt einmal wieder zurück in die Startstadt begeben. Wupp, wupp, Acrobatics. Wir müssen für Athletics auch mal was machen. Da muss ich mir mal hinsetzen, irgendwo ein Amulett auf Water Breathing oder sowas auftreiben und dann einfach unter Wasser gegen einen Stein schwimmen, so lange wie man kann.
Also mit einem Water Breathing Amulet natürlich unendlich. Aber Schwimmen macht Athletics am meisten Bonus, sagen wir so. Also man lernt Athletics am meisten beim Schwimmen in dem Spiel. Und wenn wir das eben haben, dann laufen wir schneller. Und mit Acrobatics kann man höher springen. Das heißt, wenn wir noch an Athletics wirklich hoch haben, laufen wir wahrscheinlich so schnell wie in Skyrim, weil es ist ja kein eigener Trainingspunkt mehr so richtig in Skyrim. Da gibt es ja nur noch das Allgemeinwohl, und wenn man ganz viel auf Endurance geht oder sowas, dann wird man ein bisschen schneller. Weil man dann generell viel mehr tragen kann, und wenn man dann wenig tragt, dann läuft man schneller oder so irgendwie. Zumindest wie das auch so verstanden. Aber das ist ja dann auch wieder was ganz Eigenes. Ha, da war sie gleich. Komm her, komm her, komm her. Kannst du mit mir reden? Hallo, Fluffy. So, warten wir da einfach mal eine Stunde. Denn eigentlich soll es hier da irgendwo sein, aber ich weiß es eben nicht. Warte, bestimmt ist jetzt schon mal gestorben? Na, das war im anderen Haus drüben. Warum kann ich kaum von den anreden? Hallo. Okay, die kann ich anreden. Anna, sie hat uns ja die Quest gegeben. Der Magie zu Ehren. So, ihr habt die Vermisste also retten können. Damit habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Jetzt habe ich aber leider nicht mehr für euch zu tun. Ihr könnt mit Akorias oder Melvin sprechen. Vielleicht braucht einer von ihnen etwas Hilfe. Ja, ausgezeichnet. Nope. Ich kann dir Seife geben. Na, ich glaube, die Seife habe ich ihr schon damals verkauft. Und da kann ich auch nur. Ja. So. Was kann denn von ihr kaufen? Von ihr kann ich zum Beispiel Teleportrunen kaufen. Arcanistone? Ah, das waren die Mana-Starner, dass man halt Instant Mana wieder hat. Aber, na. Sie geht jetzt hier auf Reisen. Mir um die Quest abgeben und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder von den Kameraden. Ciao, ciao.